Hi Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich gerade mal sagen, dass wenn ihr euch für solche Challenges interessiert, beziehungsweise für diesen Content im Allgemeinen, dass ihr dann gerne mal ein Abo dalassen könnt. Davon wird auf jeden Fall mehr kommen. So, dann würde ich aber sagen, ist meine Redezeit auch jetzt schon um? Oder, ja, meine Redezeit ist um. Ciao! Hi Leute, ich habe die Magic Archie Challenge gesehen und mir gedacht, man muss echt schon viel zu viel Freizeit haben, um bei sowas mitzumachen und zu gewinnen. Leute, die da mitmachen, haben bestimmt einen sehr, sehr kleinen Penis. Rastet mal, wer die 12 Siege geholt hat. Ja, genau deswegen. Man könnte jetzt ja sagen, ich habe den Mund zu voll genommen. Aber wörtlich passt das halt auch nicht. Aber wir schauen uns jetzt definitiv das erste Spiel an. Es ist Draft Mode, wie gesagt. Also jetzt ist halt die Frage, Magic Archer oder Musketier? Das Musketier ist halt auch, hat eine niedrigere Distanz, ist aber im direkten Kampf besser. Ich habe mir den Magic Archer genommen und dann die Koboldhütte. Übrigens, nur mal so, der Magic Archer ist der perfekte Hardcounter gegen die Koboldhütte. Also der ist wirklich genial dagegen. So, das ist, glaube ich, relativ einfach. Prinzessin. Und natürlich das Sparky. Ich meine natürlich die drei Musketiere. Ich nehme, glaube ich, nehme die drei Musketiere am besten. Oh nee, doch nicht. Okay. Also, ich spiele gegen Mendoza. Aus Pilame la Vuca. Ja, echt cool. Also erstmal direkt am Anfang nur Kobolde platzieren. Der Gegner bringt einen Grabstein. Das war ein ziemlich schlechter Grabstein. Dagegen kann ich jetzt einfach Kobolde spielen, bis ich habe das falsch prediktet. Aber jetzt ist das Musketier erstmal schön abgelenkt und das heißt, die kann nur noch einen Hit im Turm austeilen. Wunderbar, da hinten ist dann auch noch ein Eismagier. Aber der sollte kein Problem sein, denn auch wenn man ihn durchlaufen lassen würde, wäre halt einfach nicht krass so. Jetzt hat der Gegner halt einen richtigen miesen Fehler gemacht mit den Feuergeistern. Die hat er direkt in die Prozessen gesetzt. Aber ich habe auch noch einen richtigen miesen Fehler mit dem Kampfholz gemacht. Wer den gesehen hat, schreibt ihn nochmal bitte gerne in die Kommentare rein. Denn es ist wirklich ein richtig fetter Fehler. Ohne den hätte der Gegner jetzt locker, keine Ahnung, sagen wir mal, 400 Schaden am Turm eingesteckt. Aber gut. Also, wir chippen schön weiter am Turm rum. Das hört sich halt etwas pervers an. Soll es aber nicht. Wir setzen nochmal eine Koboldhütte. Und der Gegner spielt einen Miner. Sau schlechter Miner, meiner Meinung nach. Aber gut. Hier zwei Speargoblins sind ja eigentlich eine ganz feine Sache. Und da kommt auch noch ein dritter und haut ihn dann auch ordentlich in die Fresse. Da kommt dann direkt der Magiebogenschütze. Oder der Magieschütze. Hätte ich den einen Block nach vorne platziert. Und später platziert natürlich nur. Dann hätte der noch der bei den Turm getroffen, was mega nice wäre. Also ich glaube, der Mega-Ritter und der Magic Archer haben eine Sache gemeinsam. Und zwar nämlich, am Anfang wusste ich nicht genau, wie man die einsetzt. Also beziehungsweise schon, wie man die platziert und so weiter. Aber halt, nicht, was für Decks die gut sehen können. Nach einiger Zeit wurde der Mega-Ritter für mich dann praktisch unabdinglich und ist in den meiner Meinung nach stärksten Decks dabei und ist eine meiner Lieblingskarten. Der Miner ist übrigens meine komplette Lieblingskarte, der ist einfach OP wie sonst was. Also, an alle Leute, die den Miner von euch nicht haben, holt euch den verfickten Miner. Es lohnt sich. Das ist gesagt hätte, könnten wir uns doch wieder aufs Spiel konzentrieren. Die Koboldhütte ist in diesem Match einfach sau OP. Hier, der Magier stirbt noch. Damit hat der Gegner einfach ein Riesenproblem. Das decken sich jetzt so scheiß viele Kobolde. Und das kann er einfach nicht mehr richtig abwehren. Ein paar Sekunden nach der normalen Spielzeit, bis ein paar Sekunden in der Overtime, hat er dann schon noch direkt verloren. Übrigens, der Gegner, gegen den ich hier gespielt habe, hatte 20 Siege. Also der hat die CCGS-Challenge komplett geschafft. Ist meiner Meinung nach noch eine ziemlich gute Sache.
Und ich habe ihn aber trotzdem besiegt. Muss man mal dazu sagen. Dieses Video soll auch übrigens nicht so lange gehen, deswegen nehme ich nur drei Kämpfe, beziehungsweise die besten, die habe ich auch in den Clan schon geschickt. Es würde mich aber auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr das Ganze mal mit euren Freunden teilen könntet. Aber natürlich nur, falls sie euch irgendwas Schlimmes getan haben. Das wäre nur ein Scherz. So. Dieses Deck ist, würde ich sagen, eigentlich ganz in Ordnung, was ich habe. Aber es ist nicht wirklich gut. Nur der Gegner hat jetzt halt ein komplettes Scheißdeck. Dann schaut euch an, wie scheiße viel Schaden die austeilen. Also mit einem Freeze ist das echt nicht mehr normal. Aber der Gegner hat einfach ein Drecksdeck. Ich meine, der spielt gut, aber was soll der Typ machen? Schaut euch mal sein Deck an. Der Magic Archer, der übrigens ein Feld weiter nach, von mir aus links, also von mir aus rechts, und ein Feld weiter nach hinten spielen sollen. Und jetzt hatte ich noch das Musketier, das kam ein bisschen spät. Ich hatte, glaube ich, ein Internet-Lag, aber halt nur ein ganz kleiner, also nichts Schlimmes. Und ja, dann das Spear-Gob sind jetzt auch eingefroren. Elektromagier gegen das Koboldfass, perfektes Timing. So holt man das Beste aus seinen Karten raus. Und der Stunt den Turm, beziehungsweise Stunt ist ja nicht relevant, aber der Damage den Turm, und das ist auf jeden Fall sehr cool. Jetzt direkt Mini-Packer rein, der kann auch direkt den Schaden abfangen von den Feuergeistern. Und er teilt natürlich noch selbst Schaden aus. Also gegen den Magic Archer, meine ich. Und sowas ist natürlich sehr, sehr wünschenswert. Der Gegner hat allerdings eine sehr solide Win-Condition, und zwar meiner Meinung nach einer der besten Win-Conditions, die es gibt. Also nicht die besten der besten, aber auf jeden Fall die solideste, also mit der man zumindest mit der man immer Schaden rausbekommt, auch wenn man halt ansonsten nicht gut spielt. Was man allerdings sollte, sonst sollte man die nicht benutzen, und zwar die Rakete. Also das heißt ja immer bei Lock Bait ist das Koboldfass die Win-Condition. Ich sage, das Koboldfass ist nicht mal wirklich die Win-Condition bei Lock Bait, die Rakete ist es. Also eigentlich so eine Mischung aus beidem. Okay, das Koboldfass würde ich sagen ein bisschen mehr, aber trotzdem, die Rakete ist auch wirklich essentiell dabei. Also ich gehe jetzt wie gesagt auf der anderen Seite rein, beziehungsweise wie ihr sehen könnt. Und der Gegner bekommt da halt saumäßig viel Damage. Diese Lightning hat er nochmal auf der anderen Seite was ausgeteilt. Und wir sind vom Elixier ungefähr gleich. Allerdings habe ich einen Damage-Vorteil und ich habe noch halt die Hütten stehen. Also eigentlich ein voller Erfolg. Er hätte jetzt eigentlich theoretisch Feuergeist und eine Rakete werfen müssen. Konnte er jetzt aber halt nicht mehr. Und das war halt nicht so toll. So. Das Gerät, auf dem ich gerade spiele, hat auch nicht mehr so allzu viel Energie, aber das wird schon noch gehen. So, dieses Placement war wirklich fatal. Jetzt müsste der eigentlich noch Fire Spirit direkt reinbringen, aber der Heal Spell ist dann einfach sau geil. Jetzt muss ich direkt einen Eisgeist bringen. Der muss den wirklich verteidigen, das hat er direkt verloren. Oh, ist das nicht süß, Leute, ist das nicht süß. Aber jetzt kommt der Lightning und dieses Match ist wirklich Zucker für mich. Ich meine, dieses Deck, das ist doch einfach eine. Das ist doch einfach Zucker, wirklich. Also. Hier, Vertigo. Okay, geht nicht. Jetzt spielen wir gegen Rezende aus The Clash TM. Das ist das finale Spiel. Wir müssen darauf achten, dass wir wirklich die besten Karten picken, die wir picken können, und dem Gegner möglichst schlechte geben. Denn das ist halt wirklich, denn da war ich ja wirklich bei 11 zu 2. Also praktisch, wenn ich jetzt gewinne, dann habe ich den Magic Archer, und wenn ich ihn verliere, dann bin ich raus. Und ich habe mir diesen Versuch auch mit Gems gekauft, also naja. So, der Gegner wechselt schon zwischen Valkyrie und Magic Archer. Er hält ihn bereit und ich halte jetzt meine Bogenschützen bereit. Ich werde gleich ein Holz werfen, um durchzucyclen, denn man muss sich überlegen, wieso wartet der Gegner so lange? Eigentlich ist die einzig plausible Erklärung, er hat auch einen krassen Tank. So, und ich habe dann einfach mal gesagt, das ist ein Golem, und
gegen Golem hasse ich es zu spielen, aber ich sollte halt dann möglichst nochmal frühzeitig das machen, denn naja, Giants sind zumindest am Anfang noch ein bisschen stärker als Golems, danach kontern die Golems aber die Giants. Werft dann hier eine Rakete, deswegen bin ich in meinem Schadensvorteil, aber im Elixiernachteil leider. Aber ich wusste nicht, was ich sonst setzen sollte. So. Gegen diesen Golem habe ich aber eine mittelmäßige Defense, also mittelmäßig bis schlecht eher. Aber ich habe auf jeden Fall eine Defense. Hier dann noch ein Dark Prince, also das teilt schon ganz guten Schaden aus. Aber so ein Giant davor ist immer noch nützlich. So, das Holz habe ich dann etwas spät geworfen. Das war, ich glaube um 12:30 nachts, also da war ich dann halt schon ziemlich müde. Am nächsten Tag war ich, falls es euch interessiert, auch total geistig verwirrt in der Schule. Ein paar werden das möglicherweise sogar wissen. Also ja, das war nicht schön, aber der Magic Archer war es mir wert. Ja, wobei, also ich würde sagen, er war es wahrscheinlich wirklich wert, aber vielleicht war es nicht wert. So 60-40, dass es wert war. So. Der Golem kommt, die Bogenschützen kommen auch. Und da sollte dann jetzt noch ein Riese davor kommen, einfach damit der man Defense nicht besiegen kann. So, dann sollte jetzt noch ein bisschen Holz kommen oder ein Babydrache. Ich hätte, glaube ich, vorher einen Babydrachen gesetzt. Das wäre, glaube ich, im Nachhinein besser gewesen, aber nicht viel besser. Also, ich spiele das Ganze hier eigentlich schon ziemlich solide. So, und dann jetzt noch ein Giant davor. In der Hoffnung, dass das guten Damage austeilt. Die Valkyrie ist allerdings in dieser Situation wirklich Gold wert, aber die wird auch noch cleared. Allerdings hat der Gegner hier eine ganz gute Defense und kann mich besiegen. Der Babydrache sollte gerade mal ausweichen, um den Dart Goblin zu besiegen. Und ja, also nicht so spektakulär. Aber ich finde, das war einfach eines der geilsten Spiele, die ich jemals hatte. Hat einfach mega viel Bock gemacht. Es ging dabei auch um den Map. Es ging dabei auch wirklich um was, weshalb der Sieg relativ wichtig war. Und ja, deswegen 1A-Spiel. Hat auch richtig Bock gemacht, wie schon gesagt. So, davor sollte dann aber möglichst noch ein Giant kommen. Denn jetzt hat der Gegner praktisch kein Elixier zum Verteidigen. Jetzt muss ich einfach alles reinspammen. Dann kann ich auch seinen Golem möglichst jetzt schon besiegen und dann noch ein paar Hits vom Giant rausbekommen. Ihr seht, dass der Golem fällt hier wirklich um. Ich hätte das Vierer-Platz aber besser platzieren sollen. Die waren total dumm. Ich habe da einfach nur alles reingespammt. So, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht zu offensiv werde, sonst kann der einen total kranken Counter-Push machen und mich dann komplett damit outdamagen. Und mein Babydrache fällt da auch komplett sozusagen in sich zusammen. Aber der Hark Rider wird halt noch aufgehalten. Deswegen ist das Ganze dann nicht mehr so schlimm. So, jetzt habe ich eigentlich eine perfekte Situation. Der muss jetzt halt wirklich den Giant aufhalten. Ich meine, ich habe eine Rakete. Wenn der 2 Hits oder so rausbekommt, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Also werfe ich die schon mal. Und der Giant bekommt insgesamt 2 Hits raus. Und das ist dann das Spiel. Ich gewinne. Und ich gewinne die Challenge. Ja. Finde ich auf jeden Fall sehr nice, wenn ihr dann nochmal ein Video von diesem Deck hier sehen wollt. Von diesem Deck habe ich übrigens 3 Varianten. Erstmal mit dem Magic Archer. Dann das gleiche, aber nochmal mit dem Inferno-Drachen. Und dann nochmal das Ganze, aber mit dem Elektromagier. So Leute, das war's dann mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Wir würden uns sehr über insbesondere positives Feedback freuen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal ein Like haben und euch noch mehr Videos von uns ansehen. Und uns abonnieren, wenn sie euch gefallen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Haut rein. Ciao mit auf.